Carmen Geiss ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Reality-TV. In der Doku So Ab die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, gibt sie Einblicke in ihr Jet-Set-Leben mit schnellen Autos, Luxusreisen und teurer Designermode. Oha! Mit diesem Video sorgt Carmen Geiss nun bei ihren Fans für reichlich Kopfzerbrechen. Dass Carmen ihre treuen Anhänger gerne via Social Media mit Content aus ihrem Alltag versorgt, ist definitiv nichts Neues. Doch mit einem ihrer jüngsten Posts hat sie scheinbar sogar nicht ins Schwarze getroffen. Der Hintergrund dazu: Carmen und Robert sind aktuell zu Gast in Hamburg, wo der Millionär auf der OMR-Messe einen Vortrag als Gastredner hält. Während Robert mit seinen Worten das Publikum begeistert, hat Carmen genügend Zeit, sich mit den neuesten Entwicklungen und Erfindungen auf der Veranstaltung zu beschäftigen. Ihr Handy hat sie dabei immer griffbereit und teilt unter anderem ein Video von einem Roboter, der durch seine Nähe zum Menschen bestecht. Carmen kommentiert dazu: Das war der Wahnsinn. Doch wie es scheint, sind ihre treuen Follower da einer anderen Meinung. So heißt es unter dem Beitrag: Das ist gespenstig, das macht einem Angst, sowie finde ich irgendwie beängstigend. Oh je. Ob Carmen mit solchen Inhalten in Zukunft wohl sensibler umgeht? Wir können gespannt sein.